Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute sitzen wir an dem lieben Holzente gehen. Und zwar fangen wir überhaupt damit an. Wer ist Holzente, Leute? Holzente ist ein, wie soll man sagen, ehemaliger Griefer Games YouTuber, der jetzt nicht mehr so aktiv Griefer Games macht, der früher Griefer Games gemacht hat, der all seine Abonnenten durch Bots bekommen hat, der dadurch etwas mehr auf Griefer Games bekannter wurde und auf den jetzt zurzeit Firego und Justinero alle Meinungsblogger reagieren, Leute. Und da ich ja sowieso so ein YouTuber bin, sag ich mal, der öfters mal nicht auf sowas reagiert, aber der gerne mal seinen Senf dazu gibt bei sowas, habe ich mir gedacht, Leute, reden wir heute einfach mal über Holzente. Meine Meinung dazu, wie das im Moment so ist. Also Leute, Holzente ist für mich so, ich sag mal, er hat ja ein ersten Video hochgeladen, wo er Justinero und Alpha Kevin beleidigt hat. Aber es in keinster Weise widerlegen konnte, die Argumente und von Justinero. Ich habe mir eben von Justinero das Video angeguckt, da hat er immer wieder komplett auseinandergenommen, was soll ich dazu anders sagen, Leute. Man merkt auch, dass die Community wirklich, also dass die nur noch gucken, wegen diesem Beef, wenn die jetzt, ich sag mal, wenn Holzente kein Beef mehr hat, kriegt er auf Videos, auf jedes Video nur noch so, ja, 300 Aufrufe, weil denen interessiert es auch niemanden mehr, wer das ist, wen er sich hält und so. Tut mir leid, da ist eben mein Headset dagegen gekommen, Leute. Und Holzente allgemein hat all seine Abos meistens nur mit Bots gemacht oder er hat halt seine Abos gemacht, indem er von größeren YouTubern, sage ich mal, haben auf den reacted oder seine Kritik mitbekommen sozusagen und dann haben die den zerstört, sage ich mal, und dann ja, Leute, er hat er dadurch auch ein paar Abos gemacht. Aber ich glaube, er hat im Endeffekt mehr verloren als gewonnen. Leute, ich brauche erstmal hier noch ein bisschen was zu essen. Und im Moment ist es ja jetzt so, er hat, glaube ich, also ein Video im Moment runtergenommen, hat nur noch ein Video drauf, wo halt gegen Justinero und Alpha Kevin jetzt, was ich auch vollkommen verstehe. Weil das Ding ist, Leute, er sollte sich einfach nur löschen. Dass so einer überhaupt auf Griefer Games spielen darf und hier frei rumläuft und dass so einer zu Griefer Games, zu den YouTubern gehört, Leute, der fuckt mich schon richtig heftig ab. Weil so, das kann einfach nicht sein, dass so ein, wie soll man sagen, so ein behindertes Kind, auf gut Deutsch gesagt, so viele Abos hat, dadurch noch Reichweite von größeren YouTubern bekommt, Leute, und dass andere YouTuber, die klein sind, keine Ahnung, 300 Abos haben und es viel besser machen. Damit meine ich jetzt nicht mich, ich meine andere YouTuber, andere Griefer Games YouTuber, Leute. Ich weiß, ich bin ja selber auch nicht der Beste, dass die denn einfach so in den Hintergrund geraten und dass ich über so einen kleinen, auf so ein kleines Arschloch die ganze Zeit gestürzt wird, Leute. Meine Meinung ist dazu, er sollte sich einfach nur löschen, sollte seinen Kanal verkaufen gehen, weil er eh noch von Bots besteht und wenn dieser Beef vorbei ist, wird sich eh kein Mensch mehr für den interessieren. Gut, Leute, das war meine Meinung dazu. Eure Meinung bitte gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.